FWC Transfer. Was haben wir denn hier? Wähle den Server, auf den du deinen Charakter übertragen möchtest. Bitte prüfe die Website für die genauen Transferregeln. Der Transfer wird nach dem Ende der FEC-Periode stattfinden und du kannst dich in der Zwischenzeit weiterhin mit deinem Charakter einloggen. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du dieses Fenster schließen und beim nächsten Login auswählen. Du kannst deine Wahl nicht mehr ändern, nachdem du sie bestätigt hast. Ja, also ihr wisst ja, ich spreche fließend Chinesisch, deswegen gehe ich auf den Taiwan-Server. Ich habe es ja schon lange angegeben. Ni hao. Birding, baby. Birding, baby. Let's go. Yeah. Yeah. Let's go. Tatsächlich ist Ni hao das einzige chinesische Wort, das ich kenne. Naja, gut, vielleicht noch eins für andere, aber it's basically it. Burdang, yes. Burdang, yes. Burdang, yes. Und warum steht Burdang ganz oben? Weil es die Nummer 1 ist. Die erste Nummer 1. Burdang war die erste Nummer 1. The sky is the limit, baby. So muss das. So. Erstmal achtfachen Burudeng ausgewählt. Achso, Tower Dailies zuerst, RIP. Wir starten mit Tower Dailies. Für Totemia muss man runterscrollen, muss man sogar scrollen. Tja. Würde mir stinken, wenn ich auf dem Server spielen müsste. Würde mir stinken. Ah, ich höre was. Oh, hier ist es. Lass mich raten, man kann nicht darauf landen. Es hat keinen festen Körper wahrscheinlich. Nope. Damn. One Piece. Din, 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 din. One Piece. Din, 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 din. Ah, ist das goofy. Funktioniert hier Damage over time? No, funktioniert nicht. Ich habe nur 3 Hits. Wieso kriege ich keine Hits? Moonbeam funktioniert, ja, Hot Air funktioniert nicht. Ich kann das Ding generell irgendwie nicht mehr angreifen. Aber ich bin zu langsam wahrscheinlich. Was für ein Käse ist das denn? Ja, mit Mage ist das natürlich auch komplett bescheuert. Ich bin Mage und hab ein langsames Fluggerät. Schau mal, ich mach Hits. Schaut euch das an, ich mach Hits und es kommt nichts. Yo, was für ein Scam. Ich greife die ganze Zeit an, mein Charakter macht auch die Animation, aber es kommt einfach nichts. Was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt. Nee, wieder nicht. What the fuck? Ja, Alter, was für ein Scam, ey. Ich kann dem Scheißding einfach kein Damage machen. Was ist das denn für ein Müll, ey? Die einzige richtige Entscheidung. Level up, baby, let's go. Level up, baby, let's go. Sind 10k ein guter Anfang? Also bei Flife ist es so... Eigentlich nicht, weil für 10.000 F-Coin kriegst du eigentlich gar nichts. Also das Problem bei Flife ist halt wirklich, wenn du jetzt nichts hast und du cashst 10.000 F-Coin, dann hast du eigentlich immer noch nichts oder halt nicht wirklich viel. Weil, also es kommt halt drauf an. Aber, also erstmal im Low-Level brauchst du kein Equipment. Im Low-Level reicht absolutes Müll-Equipment. Da braucht man kein gutes Equipment. Dafür Geld auszugeben wäre hirnrissig. Da reicht erstmal cleanes NPC-Equipment, cleanes Set-Teile, die du gefühlt geschenkt bekommst, weil sie so wenig wert sind.
bis Level 105 eigentlich braucht man kein wirkliches Equipment mit den meisten Klassen. Oder nur wenig günstiges. Und im Endgame ist es dann halt aber so, also ich persönlich sehe es halt immer so, du kannst natürlich für 10.000 F-Coin dir schon einen kompletten Charakter ausrüsten, aber dann hast du halt höchstwahrscheinlich nur ein Set plus 8 und auch nur eine Waffe plus 8 und dann hast du so mittelmäßiges Equipment. Und wenn du aber im High-Level bist, dann willst du kein mittelmäßiges Equipment eigentlich, weil das damit keinen Spaß macht zu spielen. So, zumindest meine Meinung. Und für 10.000 F-Coin kriegst du aber nur mittelmäßiges Equipment. Definitiv kein komplettes plus 10 Equipment. Das ist viel zu wenig, 10.000. Das wären dann mehr so 20.000 bis 30.000 wahrscheinlich. Also Bloody Bow plus 10 plus ein Set plus 10 für zum Beispiel 135. Also so Standard-Equipment kann man sagen. 135er Set plus 10, Bloody Waffe plus 10. Da bist du eher so bei 20.000 bis 30.000. Theoretisch hast du dann auch keinen Schmuck. Wobei bei Schmuck, sage ich mal, fair. Da reicht eigentlich CW-Schmuck plus 1. Theoretisch, damit kann man tatsächlich bis 150 spielen. Also Waffe und Set, würde ich sagen, sind wichtiger. Und danach kann man ja alles, was man hat, in Schmuck investieren, theoretisch. Ja. Ohne richtige Buffs so lame zu leveln, wenn man keine M hat. Ja gut, aber wie gesagt, im Low-Level würdest du das Equipment, da würdest du deine F-Coin ja eh nicht ausgeben. Also das wäre ein großer Fehler, wenn du anfängst, dir Low-Level-Equipment für F-Coin zu kaufen. Also ich glaube, das bereust du später. Schon klar, dass es keinen Spaß macht ohne Buffs am Anfang, aber das ist halt einfach das Low-Level-Gameplay. Das gehört dazu. Das ist die Burudeng Nation. Schau mal, welcher Server ganz oben steht. Welcher Server steht ganz oben, weil er die erste Nummer 1 war? Smitty Verben Burudeng Jensen? Kennst du ihn? Smitty Verben Burudeng Jensen? Er war die erste Nummer 1. Und deswegen steht Burudeng ganz oben. Burudeng to the top, baby. By the way, FWC Cooldown. Noch 30 Tage FWC. Jetzt ist es offiziell. Noch 30 Tage FWC Nation. It's the final countdown. Das ist irgendwie echt bescheuert. Eigentlich wäre es klüger beim Craften. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Oh Mann, das müssten die echt machen. Dann wäre Craften so viel nicer. Dass du quasi, du kannst ja einen Amethyst aus den Waffen gewinnen. Und nice wäre es halt aber, wenn du alle Waffen einfach umtauschen könntest in einen Platzhalter. Weil, ich meine, wo ist der Unterschied? Ob es jetzt die Waffe ist? Also mal angenommen, du hast jetzt 50 Waffen. Also ich habe immer 50 Crafting Tries bei Bloody gemacht. Und du musst ja dann 50 random Waffen sammeln. So, jetzt hast du aber vielleicht einfach mal Bock, so richtig viel zu craften. Und nicht jeder hat ja 50 Plätze in meinem Inventar frei. Ich meine, High Level eigentlich schon, aber grundsätzlich ist es ja einfach saunervig, diese ganzen Waffen aufzuheben. Ich meine, klar kann man argumentieren, da machst du halt einfach einzelne Versuche. Machst einmal Inventar voll, machst dann deine, wie viel auch immer, Crafting-Versuche du in dem einen Inventar bekommen hast. Und gehst dann weiter farmen und so weiter. Aber ich meine, gibt ja doch viele Leute, die wollen halt einfach am Stück mal 50, 100 oder sogar 200 oder vielleicht sogar mal 1000 Tries machen. Also einfach mal lange, lange farmen, monatelang sammeln, farmen und dann mal alles auf einen Schlag raushauen. Ich meine, das ist ja auch nicht verwerflich. Also ich denke, die meisten Leute, vor allem wenn man jetzt Content Creator ist oder so, würden das halt auf jeden Fall bevorzugen. Weil es dann halt einfach viel geiler ist oder viel spannender ist, wenn man so viele Tries auf einmal hat. Und da könntest du es halt so machen, weil es würde ja keinen Unterschied machen, dass du einfach jede Waffe in einen Platzhalter umwandeln kannst, der stackbar ist, ähnlich wie Amethyst. Also du hast zum Beispiel 20 Waffen, x-beliebige Waffen, Jojos, Bows, Äxte, Schwerter. Die wandelst du bei einem NPC einfach um in 120 Crafting Placeholder oder so. Dann kannst du damit quasi herstellen. Also du machst dann quasi Diamond plus Platzhalter oder Amethyst plus Platzhalter. Und dann craftest du nicht die Waffe, sondern du craftest einen zum Beispiel Hernes Weapon Token oder ein Bloody Weapon Token. Und dann gibt es wiederum bei einem NPC einen Hernes Token
Menu oder ein Bloody Token Menu und da kannst du dein Token gegen eine beliebige Waffe eintauschen. Dann würdest du würdest einfach mehrere Probleme mit einer, also würdest mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du hättest das Inventarplatzproblem beim Craften nicht mehr, weil du nicht mehr diese zig Milliarden Waffen im Inventar bräuchtest, sondern du hättest einen Item-Slot, Waffenplatzhalter, Hernes bzw. Diamond Craft oder 120er, 143er Waffenplatzhalter. Und wenn du die Waffe, oder wenn du dann tatsächlich was gecraftet hast, und dann fettfingert man und nimmt trotzdem den Slayer. Yeah. Und dann hättest du halt auch die Wahl, oder dann könntest du den Token verkaufen. Du könntest quasi eine Hernes-Waffe nach Wahl verkaufen. Was natürlich auch keinen Sinn ergeben würde. Jeder würde einfach die teuerste wollen. Aber es wäre einfach so viel nicer. Die ganze Experience wäre nicer. Du hättest dieses Platzproblem gelöst. Man müsste sich nicht direkt entscheiden, welche Waffe man will, sondern man könnte erstmal sagen, ich will es einfach nur probieren, ob ich so einen Token kriege. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich ihn verkaufe, ob ich ihn behalten will. Ob ich eine Axt will oder einen Stick. Also wenn es zumindest zwei Waffen gibt, die gleichwertig wären, was es, glaube ich, nicht gibt. Ich glaube, die teuerste Waffe ist, also die teuersten beiden Waffen sind nicht gleich teuer. Aber all das spielt ja keine Rolle, weil du müsstest dich nie entscheiden. Es wäre einfach nicht in Stein gemeißelt. Du hättest einfach die Möglichkeit, dass du es halt machst oder halt nicht. Also ich denke, das wäre schon ziemlich cool. Hier über die Lutzakas Crystal Big Axe. Ja, die ist echt ein bisschen goofy. Auch viel zu lang. Viel zu lang, das tut doch einfach nur noch weh. Was?